Stadt gibt es mehrere Ressourcen. Gold wird für den Bau von Gebäuden und den Kauf von Ausrüstung verwendet, während Materialien für die Verteidigung gebraucht werden. Arbeiter werden gebraucht, um die aktiven Fähigkeiten in einer Gebäude auszulösen, und sie werden jeden Tag nachgefüllt. Okay, Arbeiter, ich habe 2. Hier nehmen wir erstmal nächtliche Belohnung. Nehmen wir. Okay, das ist seltenes und das ist ungewöhnlich. Ich glaube mal, selten ist besser als ungewöhnlich. Tägliche Gesundheit plus 8. Das ist heftig. Aber das macht Genauigkeit und Gesundheit. Ah, aber dafür Bewegung um 1 minus. Okay, wo kann ich sehen, wen ich das geben kann? Ah, hier sind die Helden. Ich würde es ja den Nahkämpfer geben. Okay. Ausweichen ist sogar wird verringert, weil das ist ja dann nicht mehr da. Effekt wäre Blocken hoch. Blocken ist hoch und hat Rüstung um einiges erhöht. Ich glaube, das ist besser als Ausweichen und Gesundheit im Allgemeinen steigt. Ja, dafür hat Bewegung, aber das kann ich ja mit dem anderen wieder aufpeppen, mit unserem Magier. Und das ist selten. Oder ich nehme einfach Gesundheit erhöhen an. Na komm, ich nehme das. Das ist selten, das wird schon einen Grund haben. Okay, Laden, Bau, Charakter. Steige die primären und sekundären Attributen eines Helden, um Stärken zu verbessern und Schwächen zu verringern. Okay, aber bevor ich das mache, warte. Ich habe nämlich auch gesehen, den Schild braucht er hier gar nicht. Helden haben 2 unterschiedliche Waffensets und können zwischen diese jederzeit frei wechseln, auch während des Kampfes. Jeder Attributsmodifikator, der durch die Ausrüstung gewährt wird, wird immer angewendet. Und wenn das Waffenset gerade nicht, auch wenn das Waffenset nicht gerade aktiviert ist. Oh, okay, okay, also ich kann ihm zusätzliche Waffe geben und die Attribute von der Waffe zählen trotzdem. Das ist gut zu wissen. Konsumgüter, Tränke oder Schriftrollen verschwinden nicht, wenn sie benutzt werden. Stattdessen haben sie eine begrenzte Anzahl an Verwendungen pro Nacht und werden zu Beginn der Produktionsphase wieder vollständig aufgefüllt. Okay, muss ich mir auch merken. Erstmal, das Schild kommt weg. Brauchst du nämlich nicht, weil du in den hinteren Reihen bist. Dir kann ich ein Schild geben. Und das hier. Hier hat einer von denen was Besseres. Gerüstung ausweichen. Der macht eine Bewegung hoch. Ich meine, der hat eh einen riesen Angriff. Also gebe ich ihm lieber mal das. Geheldentalent. Oder Vorteile. Stelle deine eigene Kombination aus passiven Fähigkeiten, um den Spielstil deines Heldens weiter zu spezialisieren. Helden haben unterschiedliche Vorteilsbäume, also sieh sie dir genau an. Helden erhalten einen Vorteilspunkt pro Level bis zu Level 11. Also 10 Vorteilspunkte insgesamt. Es gibt 5 Dinge, also 2 pro Reihe theoretisch. Wenn du im Voraus planen willst, kannst du die gewünschten Vorteile als Erinnerung anpinnen. Oh, das ist cool mit dem Anpinnen. Okay, ich gebe ihm erstmal was zum Aufleveln. Er braucht mehr Schaden, er macht eh schon Minusschaden. Aber hat dafür eine sehr hohe Genauigkeit. Und weniger Erfahrung. Okay, leveln wir einfach mal auf. Okay, kritische Trefferchance. Das ist cool. Mana oder Schaden im Allgemeinen. Und ich kann rerollen. Primär und das hier wäre das Sekundär. Was macht Wucht? Versucht Bonusschaden pro zurück. Gelegten Feld. Das Zaubern in diesem Zug einschließlich Folgen und Manöver. Trifft nur Fähigkeit mit Wucht. Aber es ist sehr selten.
und tägliche Gesundheit wird erhöht. Aber das ist ja gut für den, weil er ist ja eh der Nahkämpfer. Dann nehme ich das bei ihm und tue hier... Das ist schon eine gute Erhöhung. Okay, ich nehme hier die kritische Trefferchance. Ja, ich bestätige. Und hier rewall ich. Physischer Schaden. Multiplikator für den Schaden. Physischer Schaden macht 200% Schaden gegen Rüstung. Oh, das ist gut. Und tägliches Mana erhöht. Wenn die 5 reichen dem eigentlich. Selbst wenn ich die Fähigkeit zweimal einsetze, heilt es noch genug. Okay, Mana braucht er definitiv nicht. Ich nehme Schaden, weil 7% Multiplikator ist cool. Ich bestätige. 115. Ja, das ist nice. Okay, Vorteile. Was hat er hier? Schaltet die Sprintfähigkeit frei. Erlaubt es, Bewegungspunkte zu regenerieren im Austausch für eigene Gesundheit. Plus 3 Bewegungen, aber 10 Schaden. Er heilt 11, also das wäre eigentlich gar nicht so dumm. Und das könnte er 2-mal machen. Okay, Erntearbeiter. Pro 4 getötete Gegner, einschließlich Giftkills, plus 1 täglicher Mana, bis zu 25% des Manas des Heldens. Er hat schon 25, also bringt das nichts. Zielsicher, solange der Held sich während seines Zuges nicht bewegt hat, plus 10 Genauigkeit, Fähigkeit, Reichweite und Reichweite im Allgemeinen. Aber das wäre gut für den... Ah, hier zeigt er das sogar, was für was gut wäre. Nahkämpfer, hier, hier und das ist ein Allgemeiner anscheinend. Gucken wir mal. Zujubeln. Schaltet die Fähigkeit Zujubeln frei, stärke den Schaden eines Verbündeten. Okay, das wäre für den Nahkämpfer jetzt nicht so gut. Aber für die anderen. Boxsprung verbessert die Fähigkeit Überspringen. Minus 1 Bewegungspunkten kosten plus 1 Reichweite. Kann auch auf Gegner angewendet werden. Oh, wenn man umzingelt wird, wäre das sehr gut. Was ist das letzte? Rüstung wird erhöht um 110% des täglichen Gesundheits des Helden. In seinem Fall wäre es plus 12 Rüstung. Das ist sehr gut. Aber ich glaube, gerade weil er jetzt nur 6 Bewegungen hat, wäre das, glaube ich, ein Tick besser. Aber es wäre auch nicht schlecht. Oh, mehr Erfahrung. Lange wie der Held nicht verwundet ist, plus 15 ausweichen und 2 Bewegungspunkte. Das ist auch sehr gut. Mehr Beutel? Minus ausweichen. Alle 10% verbrauchte Mana plus 4 kritische Trefferchance. Okay. Wenn der Held getroffen wird, wird Stachelkonter automatisch gegen den Angreifer ausgelöst, der Basisschaden ist 50 plus 20% Blocken des Heldens. Ich meine, das ist gut, aber auch nur, wenn ich ihn wirklich als Lockvogel quasi benutze. Also ich tendiere jetzt zwischen das und das. Das wäre mit dem hier sehr gut gekontert, ausgeglichen. Hier könnt ihr eigentlich die Bewegung nehmen, wenn er noch ein Level steigt. Aber ich tendiere jetzt... Oh, er hat so ein seltenes. Ich nehme mal das mit dem Sprint und probiere das aus. Bringt ja nichts, ewig lang zu überlegen. Okay, als nächstes Pfeil und Bogen. Aufleveln. Oh, Resistenz. Erhöht eingehenden Schaden. Reduziert eingehenden Schaden. Oh, Romana. Und zwar... Gute Summe erhöht. 15 Stück. Er hat nur 25 Mana. Das ist ja über 50% Erhöhung. Das muss ich ja nehmen. Ja, dann nehmen wir. Mehr Mana ist super.
Chance zu betäuben. Oh, 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 oh. Gerade weil er so viel angreift. Aber ich denke, ich tue neu würfeln. Giftschaden. Kann er ja aber gar nicht, ne? Na, ich habe keine Giftfähigkeit. Geh noch einmal. Schade. Also nicht so gut, hätte ich nehmen sollen, okay. Dann nehme ich Opportunist weiter. Weiß zwar nicht, ob das so viel bringt, aber besser als nichts. Okay, Vorteile. Oh, da hat er wieder verschiedene. Okay, müssen wir. Okay, jede Klasse hat anscheinend wirklich einen eigenen Baum. Okay, das ist viel zu lesen denn. Schaltet die Hinrichtungsfähigkeit frei. Gestattet Todesstöße gegen jeden Gegner im Nahkampfreichweite unter 10 Gesundheit. Dieser Schwellenwert wird für jeden Level des Helden um 3 erhöht. Schwellenwert 16 Gesundheit. Tötet das Ziel sofort. Aber Nahkampf, er hat kein... Was heißt Nahkampf? Was heißt hier Nahkampf? Ein täglich Mana, das... Pro 4 getötete Gegner. 25% wären 10. Oh, das wäre sehr gut für ihn. Füge alle 2 Angriffe des Helden, dem mindestens eine Einheit ausweicht. Eine Aktion und 5 Genauigkeit. Naja. Überspringen, Rüstung braucht er nicht. Schaltet die schnelle Nachladenfähigkeit frei. Erneuert Einnutzung aller Fähigkeiten des aktuellen Waffeneinsatzes. Gibt ein Anwendung Limit pro Runde für alle Fähigkeiten des aktuellen Waffensatzes zurück. Ohne kann er zusätzliches einsetzen. Boah, das wäre für die Fähigkeit super. Kann er so schon 7 auf einmal töten, könnte er 14. Das mit dem zusammen ist super. Ich nehme erstmal das, weil ich brauche mehr Mana. Nicht, dass es mir ausgeht. Und er tötet eh sehr viele. Also es wäre für ihn wirklich praktisch. Wenn ich nämlich gleich das nehme, dann hat er irgendwann gar kein Mana mehr, weil ich das zu oft einsetze. Damit könnte ich zwar effektiv mehr töten, aber das wäre für lange Sicht, glaube ich, besser erstmal. Ja. Trainieren wir das. Jetzt kommt unser Magier. Okay, Level. Gesundheit brauchst du eigentlich nicht. Was hast du hier? Magierschaden? Tägliches Mana, nehme ich. Brauchst du. Einmal rerollen. Oh, Schaden allgemein 8% mehr. Nehmen wir. Überlegen wir nicht mal lange. Okay, was hast du? Hinrichtung. 25% habe ich schon, also unnütz. Solange ich mich nicht bewege, kann er ein zweiter und mehr Genauigkeit. Wäre nicht schlecht. Mehr Ausrüstungsplatz. Ja, verstärkt den Schaden eines Verbündeten und hier im Allgemeinen erhöht. Okay, der hat jetzt nichts so Gutes. Wäre ich fast schon dafür. Ja, oder 15% mehr Schaden. Reichweite 1 bis 10. Das wäre... Ja, doch. Dann bist du der Supporter Magier. Ja. Nimm mir das. Okay, und was können wir mit der... Hoppala. Was kann ich mit der Stadt machen? Okay, erstens... Du kommst hier hin. Du kommst...
dorthin und du kommst dorthin. Was kann ich hier alles machen? Was ist das? Laden. Hier laden. Nutzung pro Tag. Kann einen Helden heilen. Oh, das ist gut. Das kann ich sogar verbessern mit dem Geld, was ich habe. Okay, das macht Arbeitererhöhung. Ist auch nicht schlecht. Das gibt mir Material, wenn ich es kaputt mache. Okay, gucken wir erstmal den Laden an. Hier kann ich Sachen kaufen. Gegenstände haben zwei Elemente, die ihre Stärke bestimmt. Level bestimmt den Wert der Attribut und das Schaden. Es wird durch die römische Zahl am unteren Rand des Symbols, das plus X im Namen dargestellt. Kann bis zu plus 5 gehen. Seltenheit fügt dem Basisgegenstand zufällige Bonusattribute hinzu. Sie wird durch die Farbe des ungewöhnlichen Gegenstands dargestellt. Häufig, ungewöhnlich, selten, episch. Oh, dann haben wir mit dem Selten das zweitbeste von der Seltenheit her. Hier gibt es mit Plus. Okay, das ist doch mal nicht schlecht. Okay, es gibt Mana. Es gibt mehr Schaden. Mehr Blocken. Fallregenschriftrolle. Oh, das ist nicht schlecht. Hier könnte ich verkaufen. Ich behalte es mal, weil so viel bringt es mir nicht. Schalte durch Gebäude mit freien Aktionen. Ja, der hat aber brauche ich nicht. Was kann ich denn bauen? Achso, ich bin hier schon. Gebäude, Verteidigung, reparieren. Zerstören. Palisade kann nicht. Hier könnte ich aber zerstören. Ja, zerstören würde ich jetzt erstmal nichts. Okay, ein Tempel. Das ist das, was ich heilen kann. Kann ich nur einen haben. Und Laden auch. Also ich könnte nur noch Mana-Brunnen herstellen. Verleiht allen Helden in jeder Produktionsphase darauf maximales Mana. Kann eine Mana-Regeneration während der Produktionsphase mit der Hilfe von Arbeitern. Oh, kann ich meine Magie erhöhen? Ja, dann wäre das gar nicht so doof. Ah, okay, und ich kann außen herum von einem Gebäude nichts mehr bauen. Okay, das ist interessant. Dann hau ich hier erstmal einen rein. Und hier habe ich auch so ein freies. 6 Mana. Hier kann ich das erhöhen. Hier hatte ich den freien Mitarbeiter, das macht 8. Gewährt dem Zielhelden plus 6 maximal Mana. Oh, ich kann auch das maximale Mana an sich erhöhen. Aber wir geben ihm mal ein bisschen Mana. Das ist ja gratis anscheinend. Mit den Arbeitern kann ich hier Gold und Materialien bekommen. Mal 3 Fokus, so mehr Materialien. Hier könnte ich dann Verteidigungen bauen. Eine Holztür. Okay, das ist interessant. Mit dem Gold kann ich jetzt noch nicht wirklich so viel anfangen, weil ich noch nicht bauen kann. Kommt aber bestimmt noch was dazu. Was ist die Frage, ne? Lohnt sich es, was zu verbessern? Oder auf Materialien zu fokussieren und nicht auf Geld. Ich glaube, Geld ist erstmal das Wichtigste überhaupt, also machen wir das. Zack, die 2 Arbeiter verbraucht. Ich baue nochmal so eine Quelle. Mehr Mana schadet nämlich nie. Meiner Meinung nach schadet es wirklich niemals, mehr Mana zu haben.
Dann baue ich das mal hier hin. Okay, eine Tür. Die würden ja dann quasi stören. Hier kann ich nicht mehr. Hier also eine Tür hinbauen. Genauso wie hier. Ja. Mache ich zwei Türen. Verstärkte Holzwand und normale. Ich will dann nur verstärkte haben. Erstmal hier eins. Okay, dann brauche ich eigentlich keine verstärkte, weil ich ja noch die davor habe. Machen wir erstmal die normale Holzwand. Zack, zack, zack. Okay, dann hätte ich hier schon mal die Barrikade fertig. Die Helden sind hier, die können da glaube ich dann einfach, ja, können anscheinend einfach durch. Ich könnte im Laden noch was kaufen, theoretisch. Gerade hier mit Mana trinken wäre das glaube ich nicht schlecht, oder Ketten. Aber ich lasse das jetzt erstmal. Hier Phase beenden. Ich glaube, ich bin eh schon ein bisschen zu vorsichtig. Okay, jetzt die Aufstellung mit den Helden. Habe ich schon beenden. Das Siegel ist von diesem Kreis aus schwer zu erreichen. Ich kann es nicht kanalisieren. Es ist zu mächtig. Ich will nicht sterben. Oha. Okay, entzündet. Hier sind also neue Gegner jetzt. Okay, wo kommen die überall hin? Nur bis dort. Das heißt, du kannst hier gefahrenlos dahin gehen. Okay. Wie viele kannst du töten? Hier könnt ihr viele schwächen. Dann machen wir das. Okay, ein paar getötet, ein paar geschwächt. Das passt so. Den kann er so töten. Mal sehen, ob er ihn mit zwei Schüssen töten kann. Nein, kann er nicht. Oh, die sind wirklich denn stärker. Da muss ich jetzt einen Tick aufpassen. Okay, wenn er den tötet, kann er dorthin. Den tötet er, den vielleicht. Vielleicht. Und den schwächen wir. Okay, voll drauf. Er verbraucht ein bisschen zu viel Platz eigentlich, aber wir können da ja nur wohl drauf bauen. Perfekt. Okay. Geh du erstmal dorthin und dann gucken wir mal weiter. Zug beenden. Ja. Ugh, schlechtes Mana. Ich kann es nicht. Allein. Hold it together. All of this is your fault. Das war jetzt aber keine gute Übersetzung. Okay, hier sind nochmal ein paar mehr Gegner. Hier trifft er so viel auf einmal. Hier tötet er ein paar. Naja, okay, am besten wäre hier. Okay, so tötet er wieder ein paar. Auch wenn es schade ums Mana ist, so wäre sinnvoller. Okay, töte so viele wie du kannst. Okay, dann geben wir ihm noch einen Aktionspunkt, einfach damit er nochmal einen mehr töten kann.
Okay, du bewegst dich eins weiter. Töten, töten. Töten, töten. Nimm das. Okay, die sollte...